Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Zockt Assassin's Creed. Black Flag. Genau, Black Flag. So, wir sind auf dem Weg zum Observatorium und haben hier ein klein wenig viele Gegner vor uns dann. Ui. Ui. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Und ja, wir müssen irgendwie hier heil durchkommen. Das ist gut, dass die sich bekämpfen. Sollen die sich bekämpfen? Wir sind weg. Ganz kurz gucken. Müssen wir noch ein kleines Stück weiter? Okay. Oh, das ist echt gut, dass sie sich da hinten bekriegen. Dann kommen wir perfekt rein. Sollen auch die Engländer sich da hinten bekämpfen? Obwohl ich dieses Kriegsschiff ja gerne mal verkaufen würde. Aber naja, was soll's. Wir haben es geschafft. Ohne einen Schuss abzugeben. Das ist super. Das ist echt super. So. Mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Hornigold. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Nein. Wie, wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Na, dann ist ja gut. Dann ab ins Wasser. Captain über Bord! Sie kommt mit. Gott, es ist etwas schattig hier, nicht wahr? Okay. Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Du altes kleines Wiesel. Hau nicht ab. Na gut. Wieso Karte wieder entdecken? Ein Moment, ein Moment. Wir klettern auch noch mal da raus. So. Wir tun nur wenigstens schnell das Ding hier erkunden einmal. Na, so. Hoch da, genau. So. Okay, da haben wir diese Insel jetzt auch komplett einmal entdeckt. Wenigstens die Aussichtspunkte. Okay. Gab es nicht sehr viel zu entdecken. Aber wir müssen auf jeden Fall dorthin. Am Ende sitzen wir eh wieder hier. Oh, das sieht ganz nach einem Schiff. Ja, okay. Cool. Okay. Na gut, dann mal los da. Fässer, jede Menge Fässer, okay. Schlafpfeile nimmer. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun? Okay. Dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Ja, die haben sie alle abgeschlachtet hier.
Okay. Also ist nicht okay. Die haben wirklich jetzt alle abgeschlachtet. Da frisst noch ein Krokodil gerade. Okay. Und es brennt da alles. Man hört's. Der fackelt das Dorf ab. Zeit für eine Beschneidung! Jetzt stirb doch endlich! Euch befreie ich. Kannst du sie sehen, Edward? Ja. Die habe ich befreit, okay. Das heißt, wir haben jetzt noch andere vor uns. So, er ist tot. Oh, Mist, habe ich sie jetzt runtergeworfen? Entschuldigung. Das war jetzt echt null geplant so. Das war jetzt echt nicht so. Tu vida ha terminado. Der Teufel soll dich holen. Desde aquí puedo darle. So, ihr seid auch alle frei. So, du stirbst genauso. So, er ist tot. Alle tot. Okay, und wir haben alle sieben befreit. Ist... Achso, Munition jetzt zu aufheben. Der ganzen Pfeile. Nee, gut. Der hat jetzt nichts mehr hier, okay. Vielleicht kriege ich ja einen gezielten Schuss hin. So ungefähr mit der Kanone. Alles sehr eigenartig. Was ist das? Später ein. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Okay. Ja. Die Steine bewegen sich, ganz genau. Ja, ist verständlich, dass es ein wenig merkwürdig für sie ist. Nein! Ach, Mist. Naja, was soll's. Okay, ich habe meine Waffe fallen gelassen. Na? Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ei.
Naja, Mutter Gottes hat damit nichts zu tun, ja. Auf jeden Fall ist der sehr aktiv, der Tempel. Das war letztes Mal nicht so. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei! Okay. ¡Mis piernas! ¡Oh, mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas no responden! Einfach weggeputzt. ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor, no me abandonéis! ¡Está aquí! ¡El pirata está aquí! Ich glaube, ich doch kein Problem, ich bin tot. Desynchronisiert. Ah ja, okay. Ja, ich bin in die Grafik reingekommen. Venga, muévete. No puedo. Mis piernas no responden. Zack, das hat ihn geputzelt. ¡Por favor! ¡Por favor, no me abandonéis! ¡Está aquí! ¡El pirata está aquí! So, mein kleiner Freund. ¡Perdóname, por favor! Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Munition übrig. Nee, keine? Okay. Ah, verstehe. Das hast du gekonnt. Krass. Okay. Okay, geschafft. Hemos activado algo. ¡Registradlo todo! ¡Hay que parar esta locura! Nuestro deber es quedarnos con Torres. ¡Ese viejo conseguirá que nos maten a todos! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¿Un hombre muerto? ¡No te acerques a eso! ¡Mantenedlo rodeado! ¿Pasó? ¡Listo para abrir fuego! ¿Crees que eres rápido? ¡Ten cuidado! ¿Y soll ich die damit töten? ¡No veo! ¡No! ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¡Podría darle entre las cejas! ¡Lo tengo a tiro! Du gehst runter. Keine Sorge, mein Freund, du stirbst auch gleich. So. Está aquí, matadlo. Oh fuck, der hat ein Schutzschild.
noch. Na, die letzte Patrone noch nachladen. Ach so. Okay. Okay. Na los. Hoch. Huhuhu. Genau. Okay. Ja, okay, gut. Wir sitzen uns sozusagen immer stückchenweise immer höher ran. Okay. Mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Es steckt okay. So viel Potenzial in dir. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht hast. Was ich dir zeigen könnte. Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen überschreiten. Nein! Captain Kenway, immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übel wett, als ich selbst je beging. Nun, daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Torres hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes utukila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als ich zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Okay. Irgendwas nicht sehr Erfreuliches, eindeutig bei seinem Gesichtsausdruck. Ja, ich dachte jetzt irgendwas Spektakuläres. Aufwachen. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment
Dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse wildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr wart. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht die Assassinen. Idioten! Alles ab! Ja, danke schön. Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Und Lem! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Auch hier ist er tot. Okay. Sicher! Sicher! Prüf den Puls! Er verblutet! Check das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Nein, eindeutig nicht. Okay, das war dieser Roberts, den auch Edward getötet hat. Und jetzt? Sie sind wach, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Gut, versuchen Sie zu laufen. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Okay. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Das alles tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf Sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Wo wir davon sprechen, unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Einen Moment. Wir nehmen schnell noch die Notizen mit. Sind wir? Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus. Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Okay. Bis bald. Und nochmal, vielen Dank. Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies. Diesen Sommer brechen Sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer Ihres Lebens auf. Schärfen Sie Ihre Entermesser, polieren Sie Ihr Holzbein und segeln Sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Ja. Okay. Der Teufel der Karibik, ja. Okay. Zurück in den Animus. Ja. Das ist immer dieses komische Geräusch. Sonst gibt es hier eigentlich gar nichts, ja, für uns zu sehen. Nö, ja, nö. Kann man mit ihr hier reden? Nee. Und, naja, was jetzt? Sag was, Idiot, sehen das Licht? Ist das nicht die Batterie? Ich glaube, das ist die Batterie. Hallo? Hallo? Entschuldige. Mein Name ist Sean und da hinten ist Rebecca, meine Komplizin. Hallo? Verflucht gute Arbeit vorhin, meine ich ganz ehrlich. Uns all diese Daten zu beschaffen, ist nur bedauerlich, dass unser Kontaktmann hier drin so ein, Fanatiker war. Das trifft es wohl, schätze ich. Wir nehmen, wen wir kriegen. Genau, sehr gut gesagt. John erschien uns als gute Gelegenheit, tiefer in die Cloud-Server von Abstergo einzudringen. Und dafür schäme ich mich nicht. Wir ergriffen sie. Nur
wir leider nicht, dass er dich dafür eingespannt hatte. Als Sündenbock, falls es schief geht. Ich schätze, es hat ja doch noch alles super geklappt. Größtenteils, jedenfalls. Was Sean eigentlich sagen will, ist, wenn du weiter für uns hacken willst, sag Bescheid. John hat dir Sicherheitsfreigabe Stufe 3 gegeben, bevor er starb. Das solltest du nutzen. Die Assassinen können leider nicht so viel bezahlen wie die Templer. Aber es wird sich trotzdem lohnen. Ah, sieh mal, wir sollten uns kurz fassen, Bex. 20 Sekunden. Ah, richtig. Viel Glück. Mach's gut. Echt gute Arbeit. Echt gut. Klopf dir auf die Schulter. Und frohes Hacken. Okay. Ja, das machen wir auch jetzt hier weiter. Bevor wir in den Animus gehen. Oh, cool. Das gefällt mir immer. Ich weiß nicht warum, aber nee, halt. So sieht's schön aus. Nee, ja. So. Ha, 32777. Okay. Na, was kommt jetzt? Verfügbar remove, okay. Keine Ahnung, was jetzt war. Ach, wieder das Froschspiel, okay. Ha, perfekt. Gleich beim ersten Mal, sehr schön. So, und was kommt jetzt? Anfängliche Nachforschungen in das Leben von Radon Hagedon konzentrierten sich auf die Zeit seiner späten Jugend bis in seine frühen 30er. Aber unsere Forscher blieben unbeeindruckt von seiner ruhigen und stoischen Art, gepaart mit extremen Wutausbrüchen. Dies war nicht die Art Führungsperson, die wir unterstützen wollten. Wir entschieden uns daher, in seine frühe Kindheit zu tauchen, in der Hoffnung, dass Szenen des vorkolonialen Amerika mehr Anreiz bieten würden. Wie man hier sieht, existiert ein gewisser naiver Charme, eine Unschuld bei diesem Jungen. Leider haben unsere Forscher den Eindruck, dass die Geschichte des jungen Mannes äußerst problematisch ist. Erstens, die Omnipräsenz der Mohawk-Kultur, die nicht das Gleichgewicht aufweist, die ganze Geschichte Amerikas zu erzählen. Und zweitens wäre die Sprache der Mohawk für viele unserer Kunden sicherlich ein Hindernis. Daher glauben wir, dass obwohl Radon Hagedons frühe Jahre für unsere gebildeteren Kunden von Interesse sein mögen, es unwahrscheinlich ist, dass diese Geschichte eine breite Masse anspricht. Sie ist dem normalen Publikum zu fremd. Unser Team empfiehlt auch hier ein Nein. Okay. Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair ibn La'ahad angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekam. Das hatten wir uns ja schon mal angesehen. Dies. Genau, das hatten wir schon mal angesehen. Mit Altair, dass sie ihn auch abgelehnt haben. Wir gucken aber trotzdem nochmal, bevor wir jetzt hier irgendwo anders weitermachen, im Animus sozusagen rum, ob wir noch was anderes aufstöbern können an Informationen, an sonstigen Sachen. Sie wieder da, ja, mit einer Notiz dabei. Danke. Trotzdem. Komisch. Achso, das sind die Toiletten. Nicht ganz dasselbe, oder? Was sind wieder da? Naja, okay, gut. Auge juckt. Tut mir leid. So. Da fahren wir jetzt einfach erstmal mal mit dem Fahrstuhl. Der ist gar nicht erst da. Oh. Ui. Mm.
Nase juckt etwas. Okay, wir können also nicht mehr nach unten und nach oben durch, sondern müssen mit Anhieb hier durch. Ach, perfekt, ein Glück. Puh. Na, wenn die Sekretärin gerade nicht dran ist, können wir ja schnell rangehen. Und ich habe den Nieser rausgeschnitten, ja. Den unsere anfänglichen gehört. Berichte sagten, Ezio wäre der ideale Kandidat für zukünftige Abstergo-Projekte. Charisma, sein Sexappeal und der trockene Humor verliehen ihm Führungsqualität. Doch der Einfluss des Assassinenordens wurde stärker und beraubte ihn dieser Qualitäten, als er tiefer und tiefer in den Teufelskreis der Rache verfiel. Ezio war bekannt für seine passive Hinnahme des Bösen. Er war auch ein Mann von Widersprüchen. Er predigte Gedankenfreiheit und reiste doch weit über seine Heimat hinaus, um andere zu seinen Idealen zu bekehren. Wie etwa dieses leicht zu beeindruckende chinesische Mädchen, kaum älter als 20. Man beachte diese Tatsache bei der Beobachtung seiner Gesten. Ezios gesamte Persönlichkeit basiert auf Demagogie. Er behauptet, seine Philosophie drehe sich um die Liebe und doch beherrschen Gewalt und Nötigung sein Handeln. Wir sind deshalb zu dem Schluss gelangt, dass es zu riskant ist, Ezio Auditore da Firenze als Marke zu entwickeln. Ach, schade. Obwohl Ezio Auditore, ja, ein sehr, sehr guter ist. Hat Spaß gemacht, ihn sozusagen zu spielen. So, wir fahren, mal nach oben. Bevor ich nach unten fahre, klappern wir erst oben alles ab und dann, ja, damit wir wenigstens alles haben, soweit. Aber die Sekretärin hier hatten wir schon abgehackt. Nee. Oder? Nee, da kommt nicht dran. Genau, der ist ja nicht aufgetaucht. Der war. Genau, den hat man auch schon gehackt. Der war irgendwie weg und dann ist er verschwunden. Ich gehe mal davon aus, dass hier der komische Typ, der uns hier auch jetzt töten wollte und Juno sozusagen bekommen wollte, sozusagen auch ihn getötet hat. Wir gucken mal hier schnell nach irgendwelchen Notizen. Nein. Okay. Weil wie gesagt, ich möchte wenigstens einmal alles durchgehackt haben. Hackt haben. Durchgehackt, genau. Da. Noch eins. Das habe ich damals nämlich nie gemacht. Nee, halt. Doch so. Nee. Seht ihr selbst? Ja, auch ich habe hier noch Probleme. Ja, doch, so sieht's schon mal ganz gut aus. Ja. Ha! 7, 7. Viermal die 7 und die 3. Wow. Okay. Ja, Video, oder? Was dann gleich kommt, wieder im Video? Im Moment, echt nur das Froschteil? Okay.
geschafft. Oh, was haben wir hier? Ein Bild. Achso, oh, Großmesser. Ja. Okay. Dann haben wir auch von denen die Infos. Das hatten wir hier schon. Nee, hier können wir nicht weiter gehen. Genau, und hier wäre jetzt nur der Lift nach oben. Aber sonst ist ja auch nichts mehr. Nö. Okay. Ups, die Hüte halten uns auf. Dann fahren wir jetzt runter in den Keller. Nee, nicht Keller direkt, sondern in den Erdgeschoss erstmal. Oder? Doch, Keller. Doch, wir fahren jetzt erstmal in den Keller. Und schauen, ob wir da irgendetwas bekommen könnten, sozusagen. So, einmal in den Keller, bitte ganz runter. In die Lobby nur dann, wenn wir Infos weiter haben. Vielleicht steht ja Sean oder ja, Rebecca da. Wäre schon cool, wenn wir die nochmal da antreffen würden. Aber erst holen wir uns alles, was wir so bekommen könnten. Da entlang. Okay. Ich halte mich erst rechts. Dann wieder rechts. Ja, das ist ja ein Animus betreten, das wollen wir nicht. Nein, ich wollte da nicht rein. Na gut. Ich wollte jetzt nur Infos klauen. So am Computer. Na gut, dann sind wir jetzt drinnen. Dann geht's so weiter. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet, bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Okay. Namt Anne. Edward. In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein. Ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Ah, Schiff ja. Voraus! Es nähert sich der Bucht! Englische Flagge? Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit,
Nico. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Okay. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away. And all the sweethearts that e'er I've loved, they'd wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call. Good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Mit Assassin's Creed Black Flag. Wir fahren nach England zurück. Sind Papa. Keine Ahnung. Ich stehe jetzt voll auf dem Schlauch. Konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jenny. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns. Damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst, wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe, das wäre ich. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ach, ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Okay. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen einen Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny.
Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Und ein Wal. Ja, Piraten sehen. Ja, ja. Ey, das ist das Theater, wo wir damals mit den... Ach, da ist sie. Größer geworden. Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Haytham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt. Okay. Haytham Kenway. Ja, auch ein Templer geworden dann. So, ich glaube, das war's jetzt. Ich habe die Musik ja ausgestellt komplett. Deswegen hat er auch vorhin, wo er gesungen hat, die Band sozusagen losgelegt hat mit der Musik, auch nicht geklimpert sozusagen. Ja, ja, das war's jetzt. Also, Caroline ist tot. Also verstorben. Die beiden hatten also eine Tochter. Die ist jetzt größer geworden. Man hat sie gerade gesehen. Und Haytham ist auch schon da. Also, sozusagen fügt sich der Rest wieder eigentlich zusammen. Ja. Einiges hätte ich jetzt Black Flag und dann erst Conan machen müssen. Ja. Also Assassin's Creed 3. Also einmal tauschen bitte. Ja, so ungefähr. Laut Story-mäßig, aber es war ja ein Rückblick gewesen da drauf. So, ja, ansonsten war es das jetzt für mich komplett mit Assassin's Creed. Ja. Das Neue, was jetzt rauskommen wird, ist ja mit den Pyramiden, ja, Ägypten. Ja, nein. Nein. Eigentlich ab Conan, also ab Assassin's Creed 3 war für mich einiges ist gestorben, Assassin's Creed, weil, naja, sie haben halt Desmond sterben lassen, so ungefähr. Also er hat sich geopfert, um die Welt weiterleben lassen zu können, so ungefähr. Ansonsten wäre es wieder auf Null gegangen. Und ja, es wiederholt sich alles wieder, wie immer. Und naja. Nee, Syndicate war es nicht. Welcher Teil war das? Die Französische Revolution. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das war das erste, was ich gemacht habe. Und das habe ich ja damals von einem Freund bekommen, von Günder. Ja, konnte ich ja eigentlich durchzocken. War ganz okay, aber ja, war ganz okay. Sagen wir es mal so. Ja, ansonsten habe ich keinen weiteren Assassin's Creed Teil mehr eigentlich da, also Syndicate nicht oder keine Ahnung, was noch alles so rauskam, weil das für mich dann irgendwie nur noch so Spiel für Spiel raus, 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 Geld, 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 so ungefähr. Aber das ist meine persönliche Meinung, ja, das ist völlig egal. Ja, ansonsten hat wieder Spaß gemacht, nochmal Black Flag zu zocken, ungelogen, ja, an vielen Dingen konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber dafür spielt man ja halt die Spiele nochmal am besten. Ja, ansonsten, was gibt's sonst noch? Eigentlich gar nichts mehr erstmal. Auf meinem Kanal wird's dann ja noch ein Ankündigungsvideo geben oder eher gesagt ein Informationsvideo, aber das werdet ihr dann sehen, wenn's soweit ist. Und ansonsten,
Bedanke ich mich erstmal und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich habe jetzt gerade partout null Ahnung, was ich als nächstes machen werde. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, mir was zu überlegen. Bis dahin wünsche ich euch noch ein bisschen Zeit. Ja klar, ich wünsche euch Zeit, genau. Nein, ich wünsche euch noch alles Gute und bis dahin erstmal ciao, ciao euch.